Wer waren die Männer, die im Ersten Weltkrieg geblieben sind? Fast 80 Tote und Gefallene zählte allein die Gemeinde Langenpreising bei Freising. Helmut Lahr wollte ihnen ein Gesicht geben und hat sich auf die Suche gemacht. Woher stammten sie? Wo und wie sind sie gestorben? Eine wichtige Quelle ist die Moosburger Zeitung. Wilhelm Ellböck betreut das Archiv der Stadt Moosburg. Er sucht für Helmut Lahr die alten Zeitungsbände und weiteres Material heraus. Bei dem Band des Jahres 1918 wird der Heimatforscher Lahr eine Überraschung erleben. Etwas, womit er so überhaupt nicht gerechnet hatte. So, hier hätten wir jetzt die Moosburger Zeitung des Jahrgangs 1918. Ah, wunderbar. Zwischen den Lettern der Moosburger Zeitung tritt das Ausmaß einer Katastrophe hervor. 4. November. Krankheit und schneller Tod sind jetzt öfter zu Gast als je. Nicht genug, dass das Blutvergießen im Felde kein Ende findet. Es steigt auch in der Heimat die Zahl der Kranken und Toten in beängstigender Weise. Gestern verschied nach kurzer Krankheit, Grippe, Herr Malermeister Josef Gumberger daher. Ich habe ja eigentlich nicht nach Krankheiten gesucht, aber es hat sich förmlich aufgedrängt. Die letzten 5 Monate von Juli 1918 bis November 1918 war Grippe und Krankheiten ein großes Thema. Also fast in jeder Ausgabe der Tageszeitung wurde darüber berichtet. Mir ist auch aufgefallen mit den Gefallenen aus meiner Heimatgemeinde, das Verhältnis war die letzten 5 Kriegsmonate 1:1. Krankheit und direkt an Kriegsfolgen, an den Kämpfen gestorben. Eine andere Spur führt nach Langenpreising zu Paul Neumeier. Sein Onkel ist an der spanischen Grippe gestorben. Helmut Lahr hat gehört, dass es noch Briefe gibt, die der Schwerkranke aus dem Lazarett geschrieben hat. Der Onkel hieß Sebastian Noll, gestorben am 6. Juli 1918 mit 21 Jahren in einem Lazarett in der Nähe von Verdun. Ich bin auf den Herrn Neumeier gekommen, wie ich alle Kriegsstammrollen ausgewertet habe von den Kriegsopfern der Gemeinde Langenpreising. Und da waren dann auch 2 Noll dabei. Und hier, dieses Haus, sagt man hier vom Hausnamen immer noch Noller. Ich wusste, der stammte aus diesem Haus. Und den Paul kenne ich seit meiner Kindheit. Und dann habe ich Kontakt aufgenommen, einfach mal gefragt. Und dann, zu meinem Erstaunen, sind da noch alte Briefe. Damals, der war doch so geschwächt, dann hat ihn ein Kamerad geschrieben damals. Im Lazarett. Du, Paul, kannst da mal vorlesen aus dem Brief. Ja, ich werde das machen. Ich werde versuchen, dass es zustande bringt. Da schreibt er: Liebe Eltern, nachdem ich durch eine Reihe von Tagen mit Fieber ziemlich schwach geworden bin, ist es mir zurzeit nicht möglich, euch persönlich zu schreiben. Deshalb lasse ich euch nun von meinen Regimentskameraden schreiben. Es geht mir heute etwas besser, aber es ist immer noch ziemlich schlecht mit mir. Sorgt euch nicht deshalb allzu sehr, mit Gottes Hilfe wird es schon wieder gesund werden. 3 Tage später schreibt der Kriegskamerad noch einmal. Werte Familie Noll, wie Sie durch ein Telegramm bereits erfahren haben, ist der Sohn Sebastian soeben gestorben. Mit schmerzerfülltem Herzen schreibe ich Ihnen diese Zeilen. Doch sollen sie euch in den ersten Stunden des Schmerzens ein kleiner Trost sein. Gestern und heute ging es dem Wastel besser und wir freuten uns alle darüber. Doch kam heute Nachmittag ein Umsturz und er wurde immer kränker. Es ist schon ergreifend, möchte ich sagen, Gavin, wo es schon so lange her ist. Und wenn diese Gedächtnisfeiern immer sind vom Kriegerdenkmal und so, da sind sie auch verewigt, da rütteln sie einen schon auf, gell? Die spanische Grippe von 1918 war eine Abart der Vogelgrippe. Vermutlich hatte sich das Virus in den USA gebildet. Es kam mit den Soldaten nach Europa und verbreitete sich rasch in Schützengräben und Militärlagern. Der Name entstand, weil in Spanien keine Zensur herrschte und daher offen über die Krankheit berichtet wurde. Wie ging man hier mit der Grippe um? Immerhin waren im Sommer 1918 geschätzt 500.000 deutsche Soldaten erkrankt. Ludwig Lohr, Heimatforscher aus München, hat sich für uns auf die Suche gemacht. Und was er findet, verschlägt einem fast die Sprache. Bei diesem Akt geht es um die Grippeepidemie. Hier gleich auf der ersten Seite
wird angefragt nach der Influenza, also nach der Grippe. Wie sieht es aus in den Lazaretten? Ein vertraulicher Bericht. Es heißt, den zurzeit an der Westfront gehäuft auftretenden Grippeerkrankungen wird vielfach von jüngeren, unerfahrenen Ärzten und besonders auch von jüngeren Offizieren eine zu weitgehende, erhebliche Bedeutung beigemessen, um übertriebenen Befürchtungen und einer Beunruhigung der Truppen entgegenzuwirken. Erscheint es daher notwendig, dass darauf hingewiesen wird, dass es sich im Großen und Ganzen um harmlose Erkrankungen handelt. Woher diese krasse Fehleinschätzung? Der Historiker Manfred Fasold forscht seit langem über die spanische Grippe. Man hat versucht, alles runterzuspielen. Es sollte vor allem der Feind nicht erfahren, dass man gewaltig getroffen war. Man hat sich darüber gefreut, dass England und Frankreich schwere Grippefälle gemeldet haben, aber man hat die Sache bei uns in Deutschland runtergespielt. Der Feind sollte nicht merken, dass Deutschland gewaltig erschüttert ist, denn dann vermutet, dass es bald zu Ende sein wird mit dem Krieg. Wegen des Krieges herrschte in Deutschland Zensur. Wie schlimm es tatsächlich aussah, konnte man nur den kleinen Meldungen der Lokalzeitungen entnehmen. Peter Käser hat in Vilsbiburg über den Ersten Weltkrieg geforscht. Den Krieg vor der Haustür, wie er sagt. Bei der Arbeit für sein Buch stieß er auf die zahlreichen Berichte über die Grippe im Vilsbiburger Anzeiger. Die Entwicklung war auch hier dramatisch. Am 14. Oktober 1918 schreibt der Vilsbiburger Anzeiger, die Grippe, spanische Krankheit genannt, die anfänglich gutartig auftrat, greift jetzt in erschreckender Weise um sich. Wohl an die 2000 Personen wurden innerhalb von 14 Tagen von der Seuche ergriffen, zum größten Teil junge Mädchen. 25. Oktober 1918, die Schulen geschlossen. Wegen starker Ausbreitung der Grippe sind auf amtsärztlichen Antrag die hiesigen Schulen bis 3. November geschlossen worden. Am 9. Dezember 1918 schreibt noch einmal der Vilsbiburger Anzeiger. Noch immer wütet die Grippe in tückischer Weise. So wird uns aus Bockhub gemeldet, dass in dem benachbarten nur 5 Anwesen umfassenden Weiler in kurzer Zeit 5 Personen an dieser Krankheit starben. Am 5. November die Söldnerstochter Magdalena Weinberg, am 22. November deren Schwester Franziska. Die Familie Weinberger hatte bereits 2 Söhne als Opfer des Weltkrieges verloren. Ja, man ist erschüttert, dass zuerst eben dass die Söhne im Krieg bleiben und dann ist Kriegsende, dass eben dann dort die jungen Mädchen aus den Anwesen, aus den Bauernhöfen dann auch noch sterben müssen. Der Tod, der den Tod nährt. Die Seuche, die sich im Gefolge der Kriegshandlungen über die ganze Welt ausgebreitet hat. Kann so etwas wieder passieren? Kann man es heute wiederholen? Ja und nein. Wenn wir ähnliche Bedingungen hätten, dann vielleicht ja. Aber ich hoffe doch, dass wir ähnliche Bedingungen nie mehr kriegen werden. Buchstäblich nie mehr kriegen werden. Schon deshalb lohnt es sich, die Spuren der spanischen Grippe freizulegen, die durch die Wirren der Zeit weitgehend verschüttet wurden.